Hier im Gleisdreieck soll eine Kunst- und Kulturstätte entstehen. Das Gleisdreieck ist ein ehemaliges Bahnkraftwerk. Es liegt zwischen Zwickauer und Arno-Nietzsche-Straße im Leipziger Süden, nicht weit von der HTWK Leipzig entfernt. Begleitet wird der Umbau von Projekt Krach. Hierbei handelt es sich um eine Videoreihe, in der Musikerinnen auftreten, während Künstlerinnen das verlassene Industriegelände gestalten. Initiator der Reihe, Simon Hoppert, erklärt, was Zuschauer erwarten können. Also bei Projekt Krach können die Leute eine ganz neue Art von Video erwarten. Es wird eine Fusion aus Musik, Kunst und Industriekultur. Und genau das wollen wir auch zeigen. Jeder, der mal ein bisschen Musik gemacht hat oder der ein bisschen technikaffin ist, hat mal die Idee gehabt, das zu filmen oder das irgendwie aufzunehmen und dafür zu performen. Durch die Corona-Zeit ist mir aber aufgefallen, die ganzen Streams, das ist alles sehr eintönig, sehr geradlinig. Man sieht fast 100% nur den DJ, man hat keine Abwechslung. Trägerin des Projektes ist die Leipziger Club- und Kulturstiftung. Auf dem Gelände sollen Werkstätten und Proberäume sowie neue Räumlichkeiten für die Distillery und den TV-Club entstehen. Projekt Krach soll sich jedoch nicht nur auf das Gleisdreieck beschränken. In Zukunft wird natürlich im Fokus das Gleisdreieck liegen und da werden wir auch versuchen, so viele Räume zu zeigen wie möglich. Es wird aber durchaus ein, zwei Orte geben, wo wir mal aus den Räumlichkeiten hier weggehen werden. Am 1. Juni sind die Videos auf der Seite tixforgigs.de zugänglich. Nach jeweils einem Monat werden sie dann frei verfügbar auf YouTube gepostet. Ein Teil der Einnahmen wird an die Leipziger Club- und Kulturstiftung gespendet.